liebe GRK-Community, und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge rund um den GRK. Ich bin der Gernot, der Zeugwart, und ich habe die Ehre, euch heute ein bisschen hinter die Kulissen im Stadion zu führen und euch meine Arbeit ein bisschen näher zu bringen. Am besten kommt es gleich mit. Zuerst werde ich euch einmal die Kabine im leeren Zustand zeigen und euch kurz einmal rumführen. Dann werde ich mich kurz rausnehmen, ein bisschen herrichten und dann nehme ich nochmal mit rein. Kommt! Dusche mit den Eistonnen für die Regeneration nach dem Spiel. Massage im Physioraum für die kleinen und großen Bewegchen unserer Spieler. Und das ist der Aufwärmraum, wo sie sich vorher vor dem Spiel auf Temperatur bringen mit Black Rolls und Balance Boards oder mit Spinner Bikes. Ja. Naja, zu Hause gibt es so circa Sitzplätze, ich merke es mir nicht immer hundertprozentig genau, aber so ungefähr, wo wer sitzen möchte, neben wem er sitzt. Und so fange ich jetzt einmal an, dass ich einfach so Magnetkärtchen aufkleben gehe an den Plätzen, wo man denkt, da setze ich es her. Und so wird dann in weiterer Folge irgendwann mal draufkommen. Dass irgendwas nicht so ausgeht, dann kann man das halt relativ leicht ändern, aber es ist dann halt auch ganz, weil sehr viele Spieler halt ihre eigenen Utensilien haben oder mir Schiebmeindeckel mitgeben zum Hinlegen, und da ist das halt schon relativ krass, weil da jetzt im Vorhinein, bevor die Trikots und so hängen, einfach schon ein bisschen ein Gefühl habe, wo wer sitzt und wo ich was hinlegt. Es kann eigentlich losgehen. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick bekommen in die Arbeit, die so hinter einem Spiel abgeht. Und jetzt warten wir eigentlich nur mehr auf die Kicker und dann freuen wir uns auf 90 spannende Minuten. Die Jungs spielen jetzt in ungefähr 3 Minuten und jetzt schaue ich, dass die Kabine bis zur Halbzeit wieder halbwegs ansehnlich ist und werde mir arbeiten, weil ich natürlich auch was im Kick sehen will. Also. Ja, meine Lieben, Spiel ist zu Ende. Wir haben unentschieden gespielt, ist auch okay, gerechtes X. Können wir, glaube ich, froh sein mit dem Punkt gegen den Tabellenführer. Die Jungs sind alle weg, mir bleibt es jetzt noch, die Kabine zusammenzuräumen und dann schaue ich auch, dass ich heimkomme, weil es schon spät. Ich wünsche euch noch alles Gute und ich freue mich, dass wir uns vielleicht irgendwann wiedersehen. Ciao!